So, jetzt haben wir euch ein paar Materialien aufgetischt, um euch zu zeigen, welche Materialien am besten geeignet sind, um diesen tollen Ofen zu betreiben. Da haben wir einmal hier Tannenzapfen, wir haben einmal normales Reisigholz oder Stücke von Paletten oder hier Anzündematerial, also ganz normale Holzstückchen. Und natürlich hier ganz interessant. Reste vom Feld. Ja, Maishüllen, nicht? Also Maishüllen, innen drin wurde der Maiskolben rausgenommen und das ist das, was übrig bleibt. Und das ist natürlich auch ein sehr gutes Material, was verbrennt. genau. Also wenn man jetzt sich diese ganzen Dinge anschaut, dann sind sie alle, bis auf die Pellets, ohne maschinelle Bearbeitung. Also hier haben wir ein bisschen Schweiß reingesteckt und gesägt und dann klein gehackt. Hier waren wir einfach nur fleißig und haben gesammelt, genauso wie mit diesem Material. Und was sich eben sehr schön zeigen lässt, ist, dass die Tiefe von der Brennkammer 20 cm sind. Also diese 20 cm, die kann man wunderbar praktisch mit Material auffüllen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen also jetzt hier, sieht man auch, ganz unterschiedliches Holz mit Borke oder ohne Borke. Und füllen die Brennkammer auf. Die Pellets, die haben wir ja schon ausreichend gezeigt. Also das werden wir jetzt hier auch gleich nochmal anzünden, um ganz einfach zu sehen, wie sich dieses Material verhält. Und auch was davon übrig bleibt, wie die Holzkohle davon aussieht. Das ist ja auch nochmal für uns eine ganz interessante Geschichte. Also ordentlich rödel, rödel, rödel. Ein bisschen reinstecken, ein bisschen Ja, verteilen. je mehr reinpasst, Ja, desto genau. schöner ist das ja auch. Kriegst du den noch unter oder ist das dann schon einer zu viel? Wir kriegen noch einen. Kriegen wir Genau. noch rein. Siehst du? Super, klasse. Vielleicht sogar noch einen. Okay. Jo, So. aber nun ist der Platz auch Und ganz gut jetzt ausgefüllt, haben wir ne? es voll. Jo. Ja, das ist also hier ja, komplett ausgefüllt. Und jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen Material, was wir hier oben drauf machen, damit das. Da machen wir doch der Einfachheit halber da oben ein bisschen von dem Pelletzeugs drauf. Muss ja nicht besonders viel sein. Bieselt natürlich auch so ein bisschen durch, was es ja eigentlich erstmal nicht sollte. Aber wie gehabt, kommt jetzt. Natürlich auch Papier zum Anzünden benutzen, wenn man Ja, keine Pellets zur genau. Verfügung Jetzt kommt hat. nochmal unser Bio-Alkohol zum Einsatz. Wieder eine Kappe voll, wie schon gehabt. Und einmal anzünden. Irgendwie muss man ja ein Muss ja ein bisschen bisschen Freude was daran geben. haben, ne? Aber Spaß muss sein, ne?